Tag zusammen. Heute gibt es wirklich Pizza. Und ich erkläre euch heute nicht, wie man zum Beispiel einen Pizzaboden macht oder was man auf die Pizza drauf tut. Das bleibt euch überlassen. Nein, ich rede darüber, wie kriege ich A, die Pizza sauber auf den Grill, B, wie erkenne ich, dass die Pizza fertig ist. Oh, dann vor noch, 1A, 2A, wie regle ich mein Gasgrill, damit die Pizza vernünftig wird. Und viertens, wie kriege ich sie wieder runter. Und fünftens natürlich, wie schmeckt sie. Schaut es euch an. Der Grill ist jetzt eingedreht so auf zwischen 200 und 250 Grad. Die beiden äußeren Brenner sind ganz klein. Der mittlere Brenner da, wo der Pizzastein liegt, den habe ich ein bisschen höher gemacht. Den könnte aber auch noch ein bisschen runterdrehen gleich, weil es könnte sein, dass der Pizzaboden dann von unten verbrennt. Also die Mitte nicht zu hoch machen. Ihr könnt ruhig die beiden äußeren, je nachdem wie die Temperatur eingeregelt ist, auch noch ein bisschen höher stellen. So, jetzt zeige ich euch, wie ich die Pizza auf den Pizzastein bekomme. Dazu habe ich jetzt mein Hilfsbrett hier. Und mit meinem Hilfsbrett ziehe ich jetzt diese Pizza, die sich auf Backpapier befindet, auf den Grill drauf. Beziehungsweise auf den Pizzastein drauf. Ihr könnt die Pizza natürlich auch noch größer machen, deshalb wende ich das so an. Ihr könnt aber auch einen großen Pizzaheber nehmen, aber ich habe nicht so einen großen, deshalb habe ich mir das so überlegt und es funktioniert super. Also Klappe zu, 15 bis 20 Minuten, wir schauen nach 10 Minuten mal nach. Nach 10 Minuten in etwa sieht unsere Pizza schon sehr gut aus, aber sie braucht noch ein bisschen. Sie ist noch nicht braun obendrauf, aber der Duft, herrlich. 17 Minuten und 21 Sekunden sind vergangen, die Pizza ist fertig und wir holen sie runter. Diesmal können wir den Pizzaheber nehmen, weil der Boden so hart ist, dass er nämlich schön in der Senkrechten ist. Oh, guckt sie dir an. Hallo Kirche. Und sie wird angeschnitten. Oh, wie lecker. Ein kleines Teil für mich. Ist ja blöd viel Käse drauf. Es ist heiß. Auf euch. Bella. Ich kann kein Italienisch, aber es ist super geworden. Es ist echt klasse. Tipps habt ihr bekommen. Die Rezepte von der Soße und auch von dem Teig, von dem Pizzateig, schreibe ich in die Beschreibung. Und dann freue ich mich, wenn es euch gefallen hat. Und freue mich, wenn ihr es nachkochen, backen, grillen möchtet. Macht's einfach. Es schmeckt saugut. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci und Madet Jod.